Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS17 Forstprojekt zusammen mit LionGamer 1. Hi Leute. So, wir haben, hoffentlich ist das die letzte Folge, der wir hier stabilisieren. Wir sind nämlich immer noch mit den Hackschnitzel-Stabilisierungsarbeiten beschäftigt. Aber gut, Fortschritte jetzt grad, ja. Ja. Der Hackschnitzelberg hier vorne ist auch schon gut angewachsen. Das muss natürlich alles immer ordnungsgemäß verschoben werden und so. Das dauert, die Arbeiten dazu dauern im Moment noch an. Aber ja, wir kriegen das schon noch hin. Und können dann bald auch endlich wieder den LKW beladen, um dann unser XXL-Projekt hier fortzuführen. Aber alles erstmal nur Sicherungsmaßnahmen hier. Ich ja. Finde es ganz cool, dass es gerade auch so klappt, dass ich halt jetzt irgendwie mit dem Schild das hier ein bisschen rüberschieben kann, die Anhänger. Dann ist die Stelle da hinten frei und dann können wir echt das schön hier verbreitern. Das Ganze noch sieht das gut aus. Oh, da kommt kein Nachschub. Auch nicht? Nee. Also eigentlich müsste genug nein, da okay, sein. Okay, das hat bei dem, das zweite nimmt nichts auf. Da muss ich kurz mal gucken, was ist. So. Ja, ich fäll mal hier weiter, ne? Ja, mach das. Da läuft es. Läuft sie da? Okay. Ja, nimmt nur oben. Jetzt hängt sie oben. Jetzt nimmt es auch oben wieder auf. Weiter geht's. Perfekt. Coole Aktion auf jeden Fall. Nie gedacht, dass ein Wasser sowas macht. Also man sieht doch hier ziemlich schnell, wie viel da versenkt wird. Wir haben hier schon ein ganzes Waldgebiet jetzt wieder abgerodet. Das ist eine richtig große freie Fläche da jetzt. Ne? Ja. Das ist schon Wahnsinn. Aber gut, was sein muss, muss sein. Ja. Auch können wir später nochmal zu Geld machen. Vielleicht, im besten Fall. Wenn wir das irgendwie aufnehmen können, mal gucken, ja. Aber ich denke schon, dass das geht. Mit einer Schaufel. Das hört nicht. Ja, gut, stimmt, dann können wir auch vielleicht in die Tiefe greifen, mit so einem Rattel, also einem richtigen Raupenbagger. Ja. Ja. Baumstammstau hier mal wieder. Mal schauen. Baumstammstau. Ja, der ist auch wieder am Start hier bei dem Förderband. Darf natürlich nicht fehlen hier. Nee. Geil, wie man die Hackschnitzel hier so verschieben kann. Ich bin voll begeistert von diesem Schild. An der einen Stelle schieben die sich irgendwie unter den Anhänger drunter. Ah, ja, schön aus. Ich guck mal, was du da vorne fabrizierst. Kannst du gerade, wenn du vorbeikommst, das andere nochmal gerade aktivieren? Hier, das letzte hier abladen machen. Danke. Der Wahnsinn, hier ist eine richtige Hackschnitzellandschaft entstanden. Funktioniert wirklich. Ja. Wenn man so auch ins Wasser reinguckt, wie das aussieht. Ja. Geil. Wir brauchen ja gar nicht mehr so viel, ne? Also ja, aber ich bin ja schon ein bisschen da halt nach links oder ja, ja, klar. Ja, aber im Prinzip geht das schon alles in die richtige Richtung, also. Genau, ja, so wie wir es uns vorgestellt haben, ja. Das ist doch alles super. Dann machen wir mal den nächsten. Nehmen wir mal den nächsten Baumstamm hier. Der Band läuft und läuft. Ja. Dass hier so viele Bäume stehen. Na. So. Ganz schön chaotisch da, ne? Ja, ich mach mal die Äste weg, dann sieht man ein bisschen mehr. Ja.
Ah, wieder Baumstammstau. Ah, jetzt geht's weiter. Wie viele Meter schneidest du die? Aber gut, der nimmt die ja trotzdem auf. Okay. Oder nee, 3. Ich hab die immer, ich glaube damals 1 Meter gemacht, aber das geht ja auch. Meist mal hinterher. Wieso nimmt das nichts mehr auf? Das Förderband? Ja. Warte, ich gucke. Habe ich zu viel jetzt? Ja, ja jetzt, ne? Kann jetzt gar nicht mehr fahren gerade. Ja, es ist schon auf diesem riesigen Berg da drauf, ne? Weiß ja gar nicht, in welchem man hier drin ist. Ja, das stimmt. Das ist sehr, 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 sehr kompliziert. Nichts für einfache Förster hier. Jetzt ist auch am falschen. Ich glaube jetzt, ja, ja, jetzt geht's. Ah, okay. Ich werde mal ein bisschen weiter schieben hier, ne? Warn. Hoffentlich kommst du da drüber. Ich glaube schon, das geht noch, aber ist jetzt ein bisschen angewachsen. Wieso kommt jetzt nichts mehr nach? Das kommt gerade wieder. Achso. Nur wenn du halt drunter durchgefahren bist, hat er hier abladen beendet. Das heißt, du musst das Schieber erstmal wegnehmen. Wie will ich das da unten wieder? Oh, hier bewegt sich was an den Anhängern. Oh, 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 oh. Speicher mal schnell. Oh mein Gott. Klappt? So, das ist jetzt auch unter den Anhängern da drunter und ich hoffe, die kommen wieder. Und das hier drunter kann man nicht wegschieben, oder? Was hier drunter ist unter dem Anhänger? Nee, da kann man nichts hinschieben irgendwie. Ja, weil da, der hat sich irgendwie so aufgebockt da drauf, ja. Ja. Jetzt kommt auch nichts mehr nach irgendwie hier an Hackschützen. Warte, ich aktiviere mal wieder. Ich denke, so kann man es auf jeden Fall machen. Ja. Sollen wir jetzt hier auf jeden Fall für uns. Also wenn ich da vorne noch ein bisschen weiter durchschiebe, dann können wir auf jeden Fall hier wieder dann vorbei. Ich weiß gar nicht, ob uns das jetzt noch was bringt, weil das jetzt halt vorne ein bisschen weiter gezogen ist. Aber im Prinzip könnte man jetzt hier wieder vorbeifahren. Übergang ist da. Ja genau, dass du da vielleicht in die Ecke ein bisschen was reinmachen, das sieht sehr gut aus. Dusche. Ja. Ja. Weil ich da links gleich noch ein bisschen was hinmachen würde. Ich weiß ja nicht, wenn die, wie weit die dann wieder rüberfahren, wenn wir die dann später ziehen. Wo links? Also ganz da vorne halt in diese. Achso, ja, ja. Ja, ja, das versuche ich ja gerade. Das Problem ist, das ist ja schon relativ viel, das heißt, das fasst auch dann viel. Was denn? Ich bin einfach nur begeistert von dieser Idee noch. Ja. Hell genug nach.
Aber es ist echt besser so, als wenn wir ein Förderband da vorne hingestellt hätten, ne? Ja, ich glaube auch. Ah, jetzt ist dann noch ein kleiner Huggel entstanden, da müssen wir noch mal ein bisschen was reinschütten. Wir können ja bis Ende der Folge noch irgendwie das jetzt machen und dann... Mhm. Der laden wir wieder auf. Aber also das, so kann man auf jeden Fall ganz gut beladen, glaube ich. Das passt schon. Von beiden Seiten. Mal gucken, welche dann besser ist. Ich will gar nochmal ein Forstschild hinstellen, dann rutschen die weg. Da sind sie wieder. Ja. Ja, so können wir es aber lassen, ne? Hier. Jetzt natürlich diese Forstschilder dazu gesichert sind. Ja, man kommt jetzt hier drüber, also das sollte eigentlich jetzt erstmal reichen. Ich sehe keinen Nachschub mehr. Okay. Gut, ja, dann würde ich sagen, beschäftigen wir uns jetzt mal wieder damit, hier den ganzen Bums aufzuladen. Auch noch eine ganze Menge zu tun, ne? Ich nehme mal schon mal wieder den Anhänger. Ist da oben noch einer oder haben wir da gar keinen mehr? Die hatten schon zwei hergefahren, ne? Glaube ich. Ja, aber einer ist auf jeden Fall wieder zurück, weil der musste ja zurückgesetzt werden. Gucken wir mal, ob da noch ein anderer ist. Ich will gerade auf der anderen Seite nochmal was mit dem Schild, ob ich die auch nochmal ein bisschen rüber drücken kann. Hier ist auch noch so viel Holz, was hier rumliegt einfach. Ja, damit haben wir ja gar nichts mehr zu tun gehabt mit dem Holz da oben. Ne. Ich hole mal nochmal einen. Die ganze Zeit hier unten jetzt beschäftigt gewesen. Okay. Ja, dann fahre ich nochmal rüber zum Hof und dann... Haben wir da gar keinen Anhänger stehen? Doch, also ich da oben nicht, aber am Hof sind die halt alle. Okay. Stimmt, wir hatten den einen dann genommen für den... Weil wir es ja unten, da unten ja ausprobieren wollten, ne? Ja. Wenn da gefällt hatten. Holst du, fahr noch grad zurück und dann nimm vom Hof direkt einen mit noch. Ja. Oh, das wird hier auch noch lustig. Hier ist es sehr eng. Vielleicht müssen wir hier noch mal ein paar Bäume fällen. Gucken. Können wir einfach dann wegmachen, ja. Ah, hier steht auf jeden Fall schon mal einer. Nehme ich doch schon mal mit. Forstschilder. Wie sieht's eigentlich mit der Zeit aus? Wir sind bei 13 Minuten, 14 Minuten. Vielleicht schon wieder am Ende. Ich will jetzt gerade die Anhänger einfach noch rüber zu drücken. So. Also das Ziel ist ja, wir wechseln die Map. Sobald wir die komplette Anhängerschlange beladen haben und die erfolgreich zum Hof gebracht haben, ne? Ja, genau. Ha. Man sieht's ja wieder. Das ist der Fahrplan. Gut aus, dass wir weitermachen können. Mhm. Zurücksetzen. Und dann probieren wir es nochmal. Lass dich rüberschieben, Anhängerschlangen. Ja, guck mal, das geht's. Ich bin erstaunt, dass es so gut klappt mit dem Schild. Das ist vielleicht gleich auf der anderen Seite so eng als hier. Ja, aber dafür stehen jetzt nur in einer Reihe. Vielleicht die.
Bei absichern. Naja. Gut. Ja, damit sind wir an der Stelle auch. So. Hast du amoderiert, hab ich amoderiert? Egal. Weiß ich gar nicht mehr. Mach du an. Egal. Ja, Leute, wir sind an der Stelle schon wieder angekommen am Ende von dieser Folge. Wie ihr seht, ja, haben wir echt gut Fortschritte gemacht. Das hat jetzt geklappt mit dem Auffüllen. Sind wir sehr froh drüber und dann gucken wir, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Wir befüllen jetzt wieder weiter die Anhängerschlange. Wir haben noch ordentlich Baumstämme hierfür. Mal gucken, ob wir noch nachfällen müssen oder ob wir, ja, damit alles hier voll kriegen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao. Tschüss.